Moin in Ullis Modellbahnkeller. Heute soll es gehen um den Märklin Talgo. Ich habe hier die beiden Artikelnummern 41773, 41774. Ich habe die in einer zwölfteiligen Kombination, also ich habe das eine Set doppelt. Und das ist der einzigste Zug, der noch nicht beleuchtet ist. Und ich habe immer schon überlegt, aber ihr kennt mich, ich baue Wagen nur um und versuche weder Löcher zu bohren noch sonst irgendwas. Und bei dem ist aktuell der Schleifer das Problem. Warum der Schleifer? Ziehst du aus der Lok? Ja, ich möchte aber, der Zug ist, den möchte ich, der wird bei mir so über Automatik, wird der die Lok gewechselt und die Richtung gewechselt. Das heißt, der muss in beide Richtungen fahren. Ich würde hier wahrscheinlich versuchen, auch eine Führerstandsbeleuchtung und eine rote Rücklichtbeleuchtung einzubauen. Wir müssen mal gucken, ob das überhaupt geht und wie das aussieht. Das sind so Ideen. Aber mit dem Schleifer bin ich auf die Idee gekommen, seit diesem Jahr gibt es ja von Märklin die neuen Schleifer für die Donnerbüchsen, die sie mit Wiesmann zusammen gemacht haben. Und die sind bei mir im Einsatz und sind... Die habe ich bei Donnerbüchsen in Schiebe und im Ziehbetrieb getestet und die laufen richtig klasse. Also ist richtig super. Die haben mega Leichtlauf. Die kann man schieben, die Dinger ziehen. Da entgleist nichts, gibt keinen Kurzschluss. Also bei mir absolutes Top-Produkt. Und da habe ich mir jetzt mal so einen Schleifer genommen und habe die Idee, dass ich den hier unterklebe. Wir haben hier eine leichte Drehbewegung. Ich hoffe, das klappt trotzdem. Also als erstes werde ich also erstmal den Schleifer ankleben hier unten und elektrisch noch gar nichts tun, um rauszufinden, ob der Schleifer im Betrieb irgendwelche Kurzschlüsse macht oder auch beim Schieben und Ziehen irgendwelche Entgleisungen verursacht. Und wenn wir das dann erledigt haben, gehen wir überhaupt erst an die Idee, die Innenbeleuchtung einzubauen. Hier in dem wird es keine Innenbeleuchtung geben, das ist der Maschinenraumwagen. Da machen wir, wie gesagt, Führerstand, Rücklicht vielleicht mit einem Funktionsdecoder. Wir gucken einfach mal. Die anderen Wagen bekommen Innenbeleuchtung. Ganz normal, Huffing oder Mellotronic, wie die heißen jetzt. Ohne Abschaltung, immer leuchtend, das ist bei mir Standard so. Interessant werden noch die Übergänge zwischen den Wagen, wie wir die Masse, die kriegen wir an allen Achsen, werden wir die hier abnehmen wahrscheinlich, damit wir eine vernünftige Verbindung haben. Und vielleicht machen wir jeden Wagen einzeln. Das muss ich einfach mal sehen, das ergibt sich nachher. Auf alle Fälle muss der Schleifer durch den ganzen Zug. Also aktuell habe ich nur geplant, an einem einen Schleifer anzubauen. Ich könnte natürlich an beiden Seiten einbauen, aber das werde ich erstmal nicht tun. Also, es bleibt interessant, der Umbau. Und ja, ihr seid live dabei. Das kann auch scheitern. Wie gesagt, wir versuchen jetzt als erstes mal den Schleifer hier unterzukleben. Dazu, ihr habt das eben gesehen, der ist zu lang. Und wir werden ihn einfach hier kürzen. Oh, das ist gar nicht so einfach. So. Aber mit einem ordentlichen Seitenschneider geht das. Und jetzt werden wir noch den Grat wegnehmen. Nicht, dass wir uns dann noch dran verletzen. Ist das ein bisschen schief geworden? Das müssen wir ein bisschen versuchen, wieder gerade zu kriegen. Ja. Und auch hier lege ich wieder Wert darauf, dass das wieder zurückbaubar ist. Deswegen werde ich mit Heißkleber den Schleifer fixieren. Das hat schon mal bei Wagen, die haben nicht so viel Kraft eigentlich, wenn man nicht von der Seite kommt, dass das hält. Und wenn der wirklich mal über ist, dann kann man den sauber abziehen und ersetzen. Wenn ich jetzt UV-Kleber nehmen würde, hätte ich mir das alles versaut und ich könnte das nie wieder wegbekommen.
eigentlich schon ein bisschen viel, was ich jetzt genommen habe. Ich muss den jetzt noch ausrichten. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Aber das sieht ziemlich mittig aus. Das lassen wir jetzt trocknen und dann muss ich erstmal, wie gesagt, Fahrtest mit dem Schleifer machen und dann schauen wir, ob das Video weitergeht. Ihr seht, er liegt wieder da. Also geht's weiter. Ich habe den jetzt über die Anlage fahren lassen, gezogen wie geschoben. Er ist ein bisschen lauter als unter den Donnerbüchsen. Das kann aber auch sein, weil der hier, wie soll ich sagen, flacher ist der Wagen. Vielleicht sind die Donnerbüchsen etwas hochbeiniger. Das heißt, der Schleifer liegt vielleicht ein bisschen schräg. Das muss ich nochmal, das kann man ja auch noch fein justieren. Also man sieht hier, dass hier ungefähr die Auflagefläche ist. Deswegen klingt das vielleicht ein bisschen komisch. Wenn wir das aber ein bisschen korrigieren, das kann man ja machen hier mit Biegen, dann geht das auf alle Fälle. Also, wir werden das Projekt starten. Wir werden versuchen, hier in Beleuchtung und Funktionsdecoder einzubauen. Ich habe jetzt beschlossen, dass wir diese Achsen in der Mitte alle zur Masseaufnahme verwenden. Wir haben jetzt hier sogar in den Mittelwagen sind sogar Löcher drin, da können wir Kabel rausführen, aber nur auf einer Seite immer. Aber für die andere Seite habe ich auch schon eine Idee. Ich werde das so machen, dass nicht der ganze Zug mehr trennbar ist. Also ich werde es so bauen, dass ich zwei Sechser-Einheiten habe bei mir. Das kommt bei mir in die Vitrine, das passt. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Weil die Steckverbinder würden hier in der Mitte zur Entgleisung tendieren, die ich da einbaue. Also, auf los geht's los. Jetzt stehen wir vor einer der schwersten Aufgaben, das Modell zu öffnen. Da kommen jetzt wieder meine Kragenverstärker zum Einsatz, die ihr schon bestimmt aus anderen Videos kennt. Weil wir müssen ja das Dach abheben. Da werden wir jetzt vorsichtig hier an der Seite reingehen. Und wir sehen schon, das wird kein einfaches Unterfangen, weil ich auch noch nicht weiß, wo die einzelnen Rastnasen sind. Ich kann den zwar hier durchführen, aber ich möchte natürlich auch nichts kaputt machen an dem Modell. Da könnte was sein. Hier könnte einer sein. Aber ich weiß halt nicht, dass das große Problem. Wir haben hier nirgendwo eine Möglichkeit außer am Dach. Und wir haben jetzt, da scheint ein Steg zu sein. Hier und vielleicht an den Enden. Ja, also man kann erahnen, dass es vier Verschlüsse sind pro Seite. Aber
Wir wollen dann nicht hoffen, dass das jetzt schon... Ich drehe die jetzt leicht hier. Vorsichtig. Da hat sich was gehoben. Ihr könnt das sehen. Jetzt kann ich hier das auch reinstecken. Probiere ich das nochmal an den Enden. Ganz leicht. Okay. Jetzt gehen wir hier nochmal rein. Machen hier auch eine kleine Drehbewegung. Oh, Schweiß. Ich glaube, ja, ihr seht die vier Stege. Wir haben die eine Seite jetzt gelöst gekriegt und ich glaube, es ist nichts kaputt gegangen. Jetzt müssen wir das natürlich auf der anderen Seite auch irgendwie probieren. Oder kriegen wir das? Ah, wir können das leicht rüberschieben. Puh. Und wir haben das Dach ab. Wir müssen das jetzt mal richtig positionieren. Oha. Wir sehen jetzt, dass wir hier eine Inneneinrichtung drin haben. Mal gucken, wie die anderen Wagen aussehen. Hier ist natürlich jetzt nicht viel Platz. Ich hatte gedacht, ich habe noch hier zwei ESO-Lokpiloten liegen. Also Funktionsdecoder. Oha. Ich würde sagen, die passen da gerade so rein. Das würde gehen. Die Kabel können wir in der Mitte verstecken. Die wären nicht sichtbar. Man sieht hier, dass hier keine Waggonbeleuchtung Sinn macht. Und wir müssen tatsächlich mal gucken. Die andere Problematik ist, dass wir die hier oben nicht auflegen können, wie ich mir das gedacht habe, weil hier Stege sind und hier oben auch Stege sind. Also ihr seht, der Zug ist nicht einfach, wenn wir ihn beleuchten wollen. Er hält eine Menge Aufgaben bereit, die wir lösen müssen, bis wir zum Ziel kommen. Wir können aber sehen, dass die Rückbeleuchtung hier unten abgekapselt ist. Dazu müssten wir aber jetzt den kompletten Wagenkasten abheben können. Und da gibt es jetzt 100% unten auch Rastnasen. Da kann man normalerweise jetzt zum Beispiel mit dem Schraubendreher hier runtergehen, aber ich sehe hier nirgendwo welche. Das ist das Problem, um die zu lösen. Und auch hier wollen wir nichts kaputt machen. Also im Zweifelsfall müssten wir auf die Innenbeleuchtung verzichten, weil wir müssen im Endeffekt auch hier das Unterteil abbekommen. Das ist natürlich genauso filigran. Das müsste man jetzt nur abbauen, allein um die beiden Rücklichter zu realisieren. Und noch eine Führerstandsbeleuchtung vielleicht. Oder hier eine Beleuchtung, ja, weiß ich gar nicht, ist das ein Maschinenwagen? Ich weiß gar nicht. Maschinenwagen steht hier sogar für Dove, steht das dran. Wir werden mal suchen. So, ich habe jetzt hier angefangen und gehe jetzt hier vorsichtig weiter und hoffe, dass ich den Unterboden doch raus abbekomme. Ist gar nicht einfach. Muss natürlich aufpassen, dass man es nicht kaputt macht. Aber ich kann hier aber mit dem Schraubendreher kann man da auch nicht rein. Ah. Mit zweien hat es funktioniert. Das ist jetzt weiter aufgegangen. Ich glaube, die erste Hälfte habe ich jetzt offen. Jetzt müssen wir natürlich noch hinter dem Drehgestell weitermachen. Ich glaube auch ohne die
Kragenverstärker, also weder mit Fingernagel noch mit Schraubendreher, würde ich mich trauen, das Modell zu öffnen, ohne, damit ich das nicht kaputt mache. Hier lieber noch die Kupplung raus. So, das heißt, wir haben jetzt eine Seite offen. Ah ja, da sind die Rastnasen. Jetzt haben wir sie gefunden. Okay, okay. Jetzt wissen wir aber nicht, wie die... Ah, ich glaube... Die Puffer müssen wir rausziehen, weil die werden, glaube ich, da durchgezogen. Seht ihr das? Also mal gucken. Und das werden, wie gesagt, nicht kaputt machen, wo das hier noch fest ist. Also wir haben tatsächlich den Unterboden schon fast ab. Das ist noch der letzte Rest hier. Vielleicht sind hier noch mal Rastnasen unter. Ja, ihr seht, ich bin sehr vorsichtig. Ich möchte nicht dieses wunderschöne Modell irgendwo kaputt machen. Aber hier sind, glaube ich, noch Ihr habt auch gesehen, ich habe den Schleifer wieder abgebaut, der stört, den musste ich aber ja. Ihr könnt ihn auch als letztes montieren. Ich musste das ja vorher machen, weil ich ja erstmal testen musste, ob das Ding auch überhaupt mit dem Schleifer fährt. Ja. Ich habe das Gefühl, ich bin einfach zu steil hier, aber ich kann nicht zurückdrücken. Ja, ich muss das jetzt mal. So, den ersten Mittelwagen habe ich auf. Die gehen etwas einfacher auf. Das Dach braucht man eigentlich nicht. Kann man fast weglassen mit abnehmen. Weil man sieht, dass man durch die Stege hier die Innenbeleuchtung nicht einbauen kann. Wie ich vermutet habe, wir müssen die also hier unten sowieso einkleben. Das wäre jetzt der erste Innenwagen. Da ist so. Dann kommt das Gewicht. Die sind zwar ziemlich leicht, aber es ist tatsächlich ein Gewicht drin. Und dann ist der Unterboden so eingeklipst. Gut. Legen wir das und das Dach beiseite. Also Innenbeleuchtung hier rein, Kabelführung an den Stirnseiten. Ja, ich werde mir jetzt mal was ausdenken und wenn ich soweit bin, schauen wir uns das wie immer gemeinsam an. Ich habe jetzt hier echt ewig gebraucht für den Steuerwagen. Ach, das war vollständig easy. Also das war hier drin und man muss einfach die Inneneinrichtung mit rausdrücken, ein Stück. Das ist eigentlich alles. Die sitzt hier so drin. Ich mache das nochmal wieder rein. So. Und ich habe ja immer versucht, den Unterboden rauszukriegen. Das ging nicht. Und jetzt habe ich einfach hier hinten die Inneneinrichtung runtergedrückt. Und dann ist das ganz easy. Also da waren überhaupt keine Rastnasen. Ja, wir haben jetzt auch den Endwagen auseinander. Und im Endeffekt haben wir dann, ich mache jetzt mal das wieder rein.
Müssen wir dann mal gucken, ob wir da rote LEDs einbasteln. Aber das sieht so aus, als wenn wir, wenn wir die im Endeffekt hier rankleben, die genau an den Enden hier dahinter enden, wenn wir die da rankleben. Man muss die natürlich dann noch, ah, das Gewicht ist hier auch noch fixiert. Ich muss jetzt mal die Wagen trennen, nicht dass wir da durcheinander kommen. Siehst du, gehen wir schon los. Wo ist das Dach vom Endwagen? Ja, das finde ich auch noch wieder. Der ist ein bisschen leicht, den werde ich noch ein bisschen mit, weil der Schleifer um ist, habe ich manchmal das Gefühl, er kam ein bisschen hoch. Da kleben wir nachher noch Gewicht mit rein. Aber wir haben jetzt auf alle Fälle schon mal die Basis. Wir haben super Kabelwege hier unten eigentlich. Platz. Wir brauchen die gar nicht hier oben machen. Müsst, ja, wie gesagt, wir verdrahten jetzt mal zwei als Muster und dann. Also das Auseinanderbauen ist wie gesagt jetzt gelöst. Das habt ihr jetzt gesehen. So kann man den ganzen Zug schadlos auseinanderbauen. Und jetzt geht's los mit dem Einbau. Also leider passt der Funktionsdecoder hier auch nicht unter, aber weil, ich betone nochmal, ich versuche nichts kaputt zu machen, dass man das wieder zurückbauen kann. Der erste kleine Zwischenbericht. So, ich habe jetzt meine bekannten Radschleifer mit Draht genommen, weil die super leicht lauf sind. Ich habe vorher die Achse ein bisschen poliert. Ich habe den Schleifer noch mal justiert und zwar habe ich das so gemacht, wenn ihr das seht, dass im Endeffekt diese Spitze hier, hier auf das Gehäuse aufstößt, damit wir garantiert hier nicht hochgedrückt werden, um einen Kurzschluss zu machen. Da habe ich ihn noch mal final justiert, dass er wirklich mittig ist. Das kann man hier mit diesem Teil ganz gut machen. Hier in der Mitte ist ein Loch, da habe ich die beiden Kabel, das schwarze und das rote, durchgezogen. Die laufen jetzt hier hin und ich habe hier mit meinem auch schon allseits bekannten Kupferklebeband zwei Lötpunkte gesetzt als Verteiler, weil der Schleifer muss durch den ganzen Zug, die Masse auch, wir werden beide durch den ganzen Zug ziehen. Also den Schleifer müssen wir natürlich, damit wir überall die Pole haben, aber auch die Masse, weil wir nur immer eine Achse haben. Damit das richtig saubere Verbindung ist. Ihr seht, ich habe hier schon mal das Mitteldrehgestell isoliert, ausgebaut. Das bauen wir nachher wieder ein. Aber ja, das ist der erste Zwischenbericht. Jetzt gehen wir dazu über und wo ist er hingeflogen? Bauen den Funktionsdecoder ein. Der liegt hier irgendwo rum in dem geplanten Chaos. Und wenn wir den angeschlossen haben, geht es an die Rückbeleuchtung. Es war etwas frickelig, aber der erste Wagen ist fast fertig mit dem Schleifer. Der dauert natürlich am längsten. Außerdem musste ich mir hier was für das Rücklicht einfallen lassen. 15K, zwei rote LEDs. Natürlich scheinen die hier am Fenster leicht hoch. Da kann ich, das kann ich nicht verhindern, weil der Lichtleiter verbunden ist. Das werde ich auch nicht durchflexen. Wir haben hier auf der einen Seite, weil hier, da sitzt ein kleiner Onkel vielleicht drin. Da kann man das Licht anmachen. Die Platine sollte hier jetzt so reinpassen. Wenn wir das jetzt so hier, oh, vielleicht da muss man noch ein bisschen, so, ich mache sie aber noch nicht zu, weil wir müssen natürlich auch noch die Stromverbindung zum anderen Wagen uns überlegen, aber wir haben jetzt soweit, die Platine muss noch einen Tick nach vorne. Und man sieht sie leider, sehe ich gerade. Die muss also ein bisschen höher gesetzt werden. Und man kann sonst, ah, Mist, Entschuldigung, habt ihr nicht gesehen. Die kann man hier ein bisschen sehen, die muss ein bisschen höher gesetzt werden. Das korrigiere ich jetzt noch. Aber der Decoder passt hier mittig rein. Die müssen vielleicht noch ein bisschen hier in den, unter dem Steg rausholen, dass der Steg da, dass das hier runter geht. Aber die Kabel verschwinden da drin, man sieht da nichts. Ja, weiter geht's.
So, ich habe jetzt hier noch kleine, ich glaube 5 Gramm Gewichte vom Auswuchten von Reifen. 1, 2, 3 Stück reingeklebt. Die sieht man von außen ja dann nicht. Damit der Wagen ein bisschen schwerer wird, weil ich hatte das Gefühl, dass der Schleifer die leicht hochdrückt. Jetzt kann man die Innenbeleuchtung auch nicht mehr sehen, die Platine. Ich habe mich jetzt entschlossen, hier sind die beiden Anschlusskabel. Ich löte hier an mein bekanntes Kupferband die Kabel innen an und auf der anderen Seite werden dann Kabel zum nächsten Wagen geführt. Aber der hat Schlitze und die kann ich dann durchführen. Den habe ich jetzt da drüben liegen. Das zeige ich euch dann, wenn ich den zweiten Wagen fertig habe, weil dann ergibt sich, wie der ganze Zug nachher aussieht. Also der Steuerwagen mit Stromaufnahme ist jetzt fertig. Decoder ist programmiert. Das ist eigentlich nur Vorstandsbeleuchtung und das rote Rücklicht in Fahrtrichtung hinten. Und der andere Decoder auf der anderen Seite ist genau seitenverkehrt programmiert, damit im Endeffekt nur auf einer Seite immer der Führerstand leuchtet und dieses Rücklicht. Wenn man das anders haben möchte, kann man das natürlich selber programmieren. Die Projekte hänge ich wie immer unten an. So, dann geht es mit dem nächsten weiter. Der kriegt dann auch meine Innenbeleuchtung jetzt endlich. Bevor ich das Dach schließe, möchte ich noch zeigen, wie ich das gemacht habe. Wir können jetzt noch, weil ich ja vergesslich bin, können wir hier noch rot schwarz drauf schreiben, dann weiß ich, was was ist, weil wenn ich nachher die Schienenmasse mache, mache ich so einen Kurzschluss. Ich habe das extra hier durchgezogen, weil hier so die Rastnasen reinkommen und dann kann man da vorsichtig wieder aufklipsen und ich bin begeistert. Der Wagen ist jetzt deutlich schwerer und ich habe es geschafft, ohne Lackkratzer oder sonst was, den Strom für den Wagen zu bauen. Jetzt der nächste. Ich habe jetzt meine Huffing Lichtleiste. Ich nehme immer die langen Dinger warmweiß, die kürze ich ein, den Rest kann ich super für Hausbeleuchtung, Führerstandsbeleuchtung wie hier verwenden, das ist nicht verloren. Ich habe mein Kupferklebeband, so einen Streifen genommen, halbiert, hier oben als Leiter drauf geklebt, weil damit das mit den Kabeln sauber ist, weil wir müssen ja hier wieder rüber mit dem Kleber genauso wie hier, damit wir alles super haben. Hier können wir durch diese Schlitze kommen. Die beiden Drähte werden jetzt hier oben angelötet. Und das Drehgestell bekommt hier auch noch einen Radschleifer, der schwarze, und der wird dann auch noch da angelötet. Ja, das wird jetzt gemacht. Und wenn das durch ist, gucken wir uns das an. Die erste Innenbeleuchtung ist nun montiert. Den schwarzen habe ich an den Kontakt, den wir gesehen haben, montiert. Den roten und den schwarzen von dem Wagen auch. Der ist hier ja drin. Ich habe es ein bisschen länger gelassen. Das schon mal zusammengebaut. Wir haben hier absolut freigängig. Die Kabel sind lang genug und behindern auch nicht. Oder alles super. Jetzt kommen hier noch die Anschlüsse mit dem Klebeband hier. Und dann wird alles zusammengebaut. Und dann ist der erste Wagen beleuchtet. Test gab schon, sieht super aus. Und dann bauen wir den ganzen Zug durch, also den, und dann gucken wir uns das Ergebnis selbstverständlich mal an. Aber so wie jetzt dieser Wagen umgebaut ist, wird jeder weitere. Hier sind jedenfalls die Lötkontakte zum nächsten Lichtleiste rein, genauso aufgebaut. Ich mache jetzt hier, wie gesagt, noch Verbindungen, zeige ich euch noch gleich, bevor wir den Deckel dicht machen. Da sind die beiden Drähte jetzt dran und wir haben hier wieder, ist noch nicht zu, und die nächsten Anschlüsse für den nächsten Wagen. Jo, also weiter geht's. Ja, ich habe natürlich die Wagenreihung falsch gemacht. Die muss ich da korrekt machen. Da kommen erstmal alle Schlafwagen. Das habe ich jetzt erstmal sortiert. Und bei den Schlafwagen ist mir aufgefallen, dass die Innenverkleidung bis unter diesen Steg geht. Das heißt, ich kann bei den Sitzwagen kann ich das vorne unterkleben, aber hier nicht. Hier muss ich das
gucken. Ah, das passt mit den LEDs. Guckt mal, ich habe die schon zurechtgeschnitten. Kann man direkt hier drauf machen. Aber dann passt ja das Dach nicht drauf, weil diese Stege stören. Das heißt, wir müssen jetzt wohl über übel hier in die Stege müssen wir was mit dem Skalpell rausnehmen, vorsichtig. Es tut zwar weh, aber jetzt haben wir angefangen, nun müssen wir das auch durchziehen mit der Beleuchtung. Gut, das werden wir jetzt mal vorsichtig machen. So sieht das jetzt aus. Das wird auch ein Problem geben, dass der Gang nicht beleuchtet ist. Es werden ein paar Abteile beleuchtet sein, weil, ja, da muss man jetzt halt durch. Es werden auch nicht alle Abteile leuchten, das ist vielleicht gar nicht so schlimm. Wir müssen die Lichtleiste, wenn man das so sieht, müssen wir hier hinschieben, sonst wird eine LED abgedeckt. Man könnte natürlich auch die Stabilitätsträger rausnehmen, aber das gefällt mir nicht. Also das Schneiden hier ist schon das Maximum, was ich mache. Ich nehme das mal hier, kann man das jetzt sehen? Passt sie gut rein. Und so wird das jetzt aufgebaut, das Ding. Genauso wie der andere Wagen. Also die Schlafwagen kriegen ihre Beleuchtung hier oben rein. Wir werden natürlich hier trotzdem die Kupferbandkleber reinmachen. Da ist der schöne Zug, umgebaut mit Rücklicht. Meiner ist 12-teilig, Umbauzeit zwischen 11 und 12 Stunden. Der ist echt nicht einfach umzubauen. Ich glaube, ich weiß auch nicht, ob ich es nochmal wieder mache, aber der ist richtig geil jetzt beleuchtet. Hat mich lange verfolgt und jetzt habe ich es gewagt und es hat sich gelohnt mit dem Schleifer. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht gefällt euch das auch und ihr baut es nach. Ciao!